Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des FC Augsburg vor dem ersten Heimspiel morgen gegen Borussia Dortmund. Ich begrüße Heiko Herrlich, unseren Trainer, ganz herzlich und Rani Khedira. Von mir vorab die Info, dass wir für morgen ausverkauft sind. Die letzten Tickets sind abgesetzt worden, sodass wir morgen vor rund 6.000 FCA-Fans das Spiel begleiten werden. Dann dürfen wir die Fragerunde eröffnen. Günther Klein vom Münchner Merkur startet. Ja, hallo in die Runde. Ich habe an Rani eine Frage und an Herrn Herrlich. Rani, Sie waren ja dabei beim bisher letzten Spiel zwischen dem FCA und Borussia Dortmund und es ist der Öffentlichkeit ja in Erinnerung geblieben als das Debütspiel des Dortmunders Erling Haaland. Wie haben denn Sie damals auf dem Feld diese Urgewalt erlebt und war das für Sie irgendwas, das abzusehen war? Und die Frage an Herrn Herrlich, Borussia Dortmund zeichnet sich ja aus durch sehr viele junge Spieler in der Offensive. Worin sehen Sie den Vorteil und eventuell den Nachteil dieser ausgewiesenen Jugend? Was fängst du an? Ja, das war ein unglaubliches Spiel. Ich glaube, wir hatten Dortmund gefühlt am Rande der Niederlage. Waren voller Euphorie auch auf dem Feld. Ich hatte auch das Gefühl beim 3-1, ich glaube, wir haben sie heute, wir packen sie richtig. Mit der Einwechslung, ich glaube, das war das erste Spiel von ihm, hat sich das Spiel dramatisch geändert. Ja, war eine extrem bittere und negative Erfahrung für uns. Ich glaube, dass ein Spieler in der Heimstunde 3 Tore schießt und wir dann noch eine 3-1-Führung zu einem 5-3 machen, das ist ja, sehr, sehr schlecht und bitter gewesen für uns. Aber ich glaube, wir haben alle daraus gelernt und kennen den Spieler jetzt in- und auswendig und ich hoffe es und gehe davon aus, dass es uns nie wieder passieren wird. Heiko? Ja, die Vorteile sind natürlich bei so jungen Talenten und hungrigen Spielern, dass sie natürlich über unheimliches Entwicklungspotenzial verfügen. Und sie haben ja trotzdem auch Führungsspieler mit Hummels und Witzel, die junge Spieler gut führen. Vielleicht fehlt manchmal in der einen oder anderen Situation die Erfahrung, um auch gegen robustere Gegner dann trotzdem sein Spiel durchzubringen. Letztes Jahr hat man auch Punkte gelassen, zum Beispiel gegen Union Berlin. Aber ich denke, es ist ein Top-Kader mit unheimlich viel spielerischen Möglichkeiten. Dann machen wir weiter bei Johannes Graf von der Augsburger Allgemeinen. Auch hallo in die Runde. Herr Herrlich, an Sie die Frage. Rani Khedira sitzt ja neben Ihnen. Wie hat sich denn seine Rolle dadurch verändert, dass jetzt mit Daniel Bayern Führungsspieler der vergangenen Jahre fehlt? Also ich meine sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Also Rani stand jedes Mal in der Anfangsformation, seit ich hier Trainer bin. Ich sehe ihn als Führungsspieler, als er bringt seine Leistung auf den Platz, er bringt seine Leistung auch außerhalb vom Platz, was mir sehr wichtig ist. Ich unterscheide immer zwischen Energiegeber und Energienehmer. Und ich denke, er ist auch im Kreise der Gruppe immer Energiegeber, immer positiv. Man kann viel mit ihm über Fußball diskutieren. Und wir sind, denke ich mal, alle froh, dass wir ihn hier haben in der Mannschaft. Hat sich seine Rolle dadurch verändert jetzt, durch das Fehlen von Daniel Bayer? Also ich meine jetzt auch sportlich, weil der Daniel Bayer sehr viel für den Spielaufbau gemacht hat. Hat sich da die Rolle ein bisschen verändert? Ja, Dani Bayer stand ja jetzt auch nicht immer in der Anfangsformation bei uns. Deshalb hat sich da jetzt nicht so viel geändert. Dann die Frage an Rani. Wie siehst du dich denn jetzt in der neuen Hierarchie des FC Augsburg? Du bist jetzt schon seit Jahren ein Führungsspieler, aber hat sich jetzt halt in den vergangenen Wochen nochmal was verändert? Nein, eigentlich nicht. Ich habe mich immer versucht einzubringen vom Tag 1 an hier in Augsburg. Natürlich muss ich selbst im ersten Jahr vor 3 Jahren meine Rolle finden. Ich glaube, das ist mir relativ schnell gelungen. Und ja, Schritt für Schritt, Stück für Stück habe ich mich da nach oben gearbeitet, auf dem Platz, aber auch außerhalb des Platzes. Und von dem her hat sich jetzt in den letzten Wochen nichts geändert. Christian Schmidt vom Augsburg-Journal. Hallo Herr Herrlich, Sie durften letzte Woche schon wieder vor Zuschauern spielen bei Union Berlin.
Wie groß ist die Vorfreude jetzt nach, ich glaube, 6 oder 7 Monaten Verspätung noch endlich wieder zu Hause vor den eigenen Fans auftreten zu können? Ja, letzte Woche in Berlin war das auch schon ein tolles Erlebnis, vor Zuschauern zu spielen. Es gibt so einem das Gefühl, es geht nach vorne, es geht aufwärts, obwohl wir das lange noch nicht die Pandemie überstanden haben. Aber es ist ein Schritt nach vorne und natürlich freue ich mich jetzt auch ganz besonders, denke mal die Mannschaft auch, dass man zumindest teilweise jetzt wieder ein Heimspiel vor eigenen Fans spielen dürfen, weil das gehört einfach dazu. Ich meine, hier ist immer eine besondere Atmosphäre gewesen mit den Zuschauern. Das war der absolute Rückhalt für die Mannschaft und es waren dadurch auch viele Ergebnisse möglich gegen bessere, stärkere Mannschaften, die vielleicht so nicht zustande gekommen wären. Und ich hoffe, dass die Zuschauer uns vorne morgen auch nach vorne treiben zum positiven Ergebnis. David Bernreuther vom Kicker, bitte. Ja, guten Tag zusammen. Herr Herrlich, jetzt war es gegen Union ein Spiel auf Augenhöhe. Mit Dortmund kommt jetzt ein großer Favorit nach Augsburg, der auch am ersten Spieltag schon eindrucksvoll sein Tempo und seine Power in der Offensive auf den Platz gebracht hat. Worauf wird es denn ankommen, um gegen diesen Gegner zu bestehen? Ja, nicht nur am ersten Spieltag, sondern auch im Pokal gegen Duisburg hat man diese Wucht, diese Kraft, diese Qualität gesehen. Wir spielen gegen eine europäische Spitzenmannschaft. Ich war noch vor der Corona-Krise beim Heimspiel, das gewonnen wurde gegen Paris Saint-Germain, die nachher im Champions-League-Finale später dann waren. Wir spielen gegen eine absolute Top-Mannschaft mit unheimlicher Qualität und müssen natürlich schauen, dass wir an unser maximales Leistungspensum kommen, um da eine Chance zu haben. Wir müssen defensiv total diszipliniert gegen den Ball arbeiten, wirklich 90, 95 Minuten. Und was wir besser machen müssen im Vergleich zum Union Berlin Spiel, wo ich die eine oder andere Szene gezeigt habe, die vielleicht abends nicht in der Sportschau kam, dass der vorletzte Pass vielleicht schon klarer gespielt wird, genauer gespielt wird. Und dann haben wir eine Möglichkeit. Rani, du hast das Erlebnis mit Erling Haaland geschildert. Du hast gesagt, ihr kennt ihn jetzt in- und auswendig. Beschreib doch mal, was zeichnet ihn aus und wie muss man gemeinschaftlich verteidigen, um ihn aufzuhalten? Sie sagen es richtig, gemeinschaftlich kann man ihn nur stoppen. Er hat eine brutale Wucht, eine brutale Power. Wenn ich jetzt das 3-0, glaube ich, gegen Gladbach nochmal vor Augen habe, wenn er da nach der eigenen Ecke mit gefühlt 40 km/h nach vorne rennt und dann noch den Abschluss richtig gut aufs Tor bringt. Er hat eigentlich alles, was ein Weltklasse-Stürmer braucht und das zeigt er auch Woche für Woche. Von dem her glaube ich an uns, ja, an unsere Verteidiger, an unseren Verbund. Wir haben da schon eine sehr stabile und auch selbstwuchtige Verteidigung. Von dem her glaube ich, dass wir im Verbund ihn da schon stoppen können. Aber ich glaube, Dortmund besteht nicht nur aus Erling Haaland, sondern die haben ja schon den einen oder anderen Qualitätsspieler mehr auf dem Feld. Und von dem her wissen wir ganz genau, dass es dann nur gemeinsam geht. Johannes Graf von der AZ mit einer Nachfrage an Rani. Rani, jetzt läuft dein Vertrag im nächsten Sommer aus. Du bist der einzige Spieler beim FCA, dessen Vertrag ausläuft. Wie ist denn momentan da die Situation? Finden Gespräche statt? Schließt du es aus, dass du noch in der Sommerpause wechselst? Nicht in der Sommerpause, Entschuldigung, noch bis zur Transferperiode, bis zum Ende der Transferperiode, dass du da wechselst? Das schließe ich definitiv aktuell aus. Gespräche laufen mit dem Verein. Ich glaube, die Wertschätzung ist auf beiden Seiten gegeben. Und ich glaube, vor 3 Monaten habe ich mein Interview gegeben, dass nichts viel dagegen spricht. Und von dem her ist aber, glaube ich, heute nicht der richtige Rahmen, über meine persönliche Situation zu sprechen. Ich glaube, der Fokus heute ist ganz klar auf Dortmund gerichtet. Da wollen wir die nächsten Punkte holen. Und Einzelschicksale interessieren aktuell beim FC Augsburg relativ wenig Leute und vor allem jetzt so kurz vor dem Spiel. Und von dem her sind wir, glaube ich, alle gut geraten, dass wir uns auf das Spiel konzentrieren. Dann gehen wir weiter zu Kilian Medele vom BR. Herr Herrlich, wie war denn die Trainingswoche? Gibt es irgendwelche neuen oder alten Bewegchen? Die Trainingswoche war gut. Es gibt das eine oder andere Wehwehchen. Wir hoffen, dass wir die bis morgen in den Griff bekommen, sodass wir aus dem Vollen schöpfen können.
Noch eine Nachfrage an Herrn Herrlich. Wie ist denn noch Ihre Verbindung zu Borussia Dortmund? Gibt es die eine oder andere Person in der Führungsetage, mit der Sie noch viel Kontakt haben, wo jetzt auch im Vorfeld dieses Spiels nochmal ein bisschen SMS-Kontakt oder so etwas da ist? Nein, also mit niemand habe ich gerade SMS-Kontakt. Wenn ich in Dortmund bin, dann schaue ich immer, dass ich, wenn ein Spiel ist, vorbeischaue. Sehe ich viele alte Bekannte und freue mich dann immer, da zu sein. Aber sonst gibt es jetzt aktuell keine Kontakte. Dann frage ich nochmal, David Bernreuther vom Kicker hat eine weitere Frage. Herr Herrlich, nochmal zum Personal eine Nachfrage. Marco Richter, Noah Sarenren-Bassé, Eduard Löwen, die zuletzt ausfielen. Steht da jemand wieder zur Verfügung und gibt es jemanden, der definitiv ausfallen wird für morgen? Ja, Eduard Löwen wird definitiv ausfallen. Bassé ist wieder voll im Training, Marco Richter auch und stehen zur Verfügung. Und Rani, nochmal zurück auf das Spiel vom Januar. Es war, ja, glaube ich, eine furiose erste Stunde und dann würde ich sagen, eine recht naive letzte halbe Stunde, in der ihr euch da die 3-1-Führung nehmen habt lassen. Was lernt ihr oder was habt ihr vielleicht aus diesem Spiel gelernt, mitgenommen und ist es dann die Gelegenheit, morgen zu zeigen, dass ihr es besser könnt? Ja, dass man teilweise einfach ein bisschen cleverer sein muss, dass man, klingt jetzt ein bisschen dumm, aber den Kopf auszuschalten, die Emotionen ein bisschen zu drosseln. Wenn du 3-1 führst, darfst du nicht mit deiner Viererkette weiter an der Mittellinie stehen. Ich glaube, bei einem Tor, ich glaube es 3-3 war, standen wir teilweise sogar 5 Meter vor der Mittellinie. Und ja, ich hatte so das Gefühl auf dem Platz, uns kann ja eh nichts mehr passieren. Wir waren voller Euphorie, wir wollten noch aufs Vierte gehen, wollten mal richtig zeigen, wie gut wir eigentlich drauf sind, was wir alles können. Und da hat man gesehen, dass es sehr naiv war. Zu euphorisch waren. Von dem her, glaube ich, haben wir aus dem Spiel sehr viel mitgenommen, dass man den Kopf ja, einschalten muss und sagen muss, okay, wir müssen uns jetzt vielleicht auch einen Ticken zurückziehen, vielleicht ein bisschen variabler spielen, den Gegner kommen lassen und dann aufs Vierte gehen, indem man auf Konter spielt und nicht noch den Ball am gegnerischen 16 erobern. Und das war einfach ein bisschen ja, Naivität und ja, sehr schlecht verteidigt am Ende. Titus Fischer von Radio Fantasy. Rani, nicht nur das letzte Spiel gegen Dortmund war ein Spektakel, oft waren die Spiele gegen Dortmund Spektakel. Was spricht dafür, dass morgen wieder so ein tolles Spiel wird? Was war nicht? Rani, bitte. Weil du schon auf dabei warst. Was spricht dafür? Ja, ich glaube, wir hatten, seitdem ich hier bin, echt richtig geile Spiele gegen Dortmund. Jetzt auch vorletztes Jahr ein Heimsieg, dort ein 4-3, hier ein 5-3. Also es ist schon immer von Spektakel geprägt worden. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal. Mir wird auch ein 1-0 reichen gegen Dortmund. So viele Gegentore will ich eigentlich jetzt als Defensivspieler auch nicht schlucken. Von dem her hoffe ich, dass jetzt morgen nichts für ein Spektakel spricht, sondern dass wir aus einer sehr guten Ordnung und ja, mit einer gewissen Kompaktheit das Spiel gewinnen können und werden. Am besten zu null. Also dem kann ich mich anschließen. Ich habe so ein Spektakel mit Leverkusen auch mal erlebt, 2-0 geführt. Auch ein gefühltes, sicheres Ergebnis, Chance auf 3-0. Noch eine Chance aufs 3-0, inne Volland, Innenpfosten, raus und nicht rein und verliert das Spiel noch 4-2. Also wenn die Schlagzeilen morgen Abend wären spielerische Armut, Standardsituation für uns, dann bin ich zufrieden, auch wenn es kein Spektakel für die Zuschauer ist, wäre. Dann zum Abschluss nochmal Johannes Graf von der Augsburger Allgemeinen. Nach dem Auftaktsieg in Berlin, gibt es denn da überhaupt die Not, dass man dann die Aufstellung verändert gegen Dortmund oder überlegen Sie doch, den einen oder anderen Spieler auszutauschen? Lassen Sie sich überraschen. Ich habe immer gesagt, dass wir nicht nur 11 Stammspieler brauchen, sondern am liebsten 16, 17, 18. Und die Spieler, die jetzt immer reinkamen, haben immer ihre Sache sehr gut gemacht.
und haben auch gerade letzte Woche dann nochmal für Stabilität gesorgt und das Spiel mitentschieden. Und deshalb kann man immer damit rechnen, dass man vielleicht die eine oder andere Position dann tauschen kann. Sehr gut. Keine weiteren Fragen angemeldet. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Ihnen allen noch frohes Schaffen und allen Fans viel Vorfreude auf das Spiel morgen. Danke.